Good morning. It's such a joy to be here with you this morning. Guten Morgen. Es ist so eine Freude, bei euch hier zu sein diesen Morgen. And you know, it's an interesting topic today. Und ich habe ein interessantes Thema dabei heute. And as we think about the theme of being still, I'm reminded that we really need to discover times when we could just be quiet before God. So, und wenn wir jetzt dieses Thema anschauen, der Stille, dann muss man mal gucken, erstmal, was für Zeiten es eigentlich gibt, wo man still ist für Gott. And last week we spoke about repentance, and you know, if repentance is one of the fundamental things of the Christian faith, then I think that stillness is one of the more controversial ones. So, letzte Woche hatten wir Buße als Thema, und wenn man jetzt Buße als ein bekanntes Thema ansieht der spirituellen Übungen, dann ist eben die Stille ein eher kontroversielles oder widersprüchliches. And you know, we are exposed to a flood of information. There's Facebook, there's pictures, there's images, and it's really difficult just to find an important quiet place to experience this quality of life. So, weil heutzutage haben wir ununterbrochen Facebook, wir haben unser WhatsApp, wir haben alle Arten von Ablenkungen, und so ist es schwierig, einen ruhigen Moment zu finden. So, if we really want to feel God's presence and to soak into His presence, we need to be able to hear His still voice and listen to the words of the one who has the words of life. So, wenn wir also Gottes Wort finden wollen, dann müssen wir einen Ort der Stille finden, um die Geräusche um uns herum auszublenden und uns auf sein Wort zu konzentrieren. And I'm reminded of the words of Simon Peter in the book of John 6:68, where he says, Lord, to whom shall we go? You alone have the words of eternal life, and we have come to believe that you are the Holy One sent from God. So, deswegen möchte ich das Wort von Simon Petrus anführen. Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. So many times, even though we have open eyes, we don't have time to see. And even though we have open ears, we really don't have time to hear. So selbst wenn wir also offene Augen haben, haben wir oft gar keine Zeit, um zu sehen. Oder auch wenn wir offene Ohren haben, haben wir eigentlich gar keine Zeit dafür zuzuhören. And I'm reminded of a story that took place in Washington D.C. 3 years ago. Und ich möchte eine Geschichte hier erzählen, die in Washington stattgefunden hat, ungefähr vor 3 Jahren. Now, one of the most well-known and celebrated violinists, Joshua Bell, was called to do an experiment. So einer der berühmtesten Violinisten der Welt, Joshua Bell, hat dort bei einem Experiment mitgemacht. And what's interesting, usually to go to one of his concerts, you would pay hundreds of dollars to get a seat. So, und normalerweise ist es so, um ihn zu sehen und auf ein Konzert von ihm zu gehen, muss man mehrere hundert Dollar auf den Tisch legen. Ja, um eine Eintrittskarte zu bekommen. So the famous newspapers, the Washington Post, decided that they would invite Joshua Bell to a train station. He would be dressed in simple clothes and he would play music for about 45 minutes. Okay. Und deswegen, also eine Zeitung, die Washington Post, hat ihn eingeladen, in einer U-Bahn-Station in normalen Kleidern einfach zu spielen, ja, für 45 Minuten. But many of his musician colleagues said, you know something, Joshua, that's going to cause a lot of chaos because a master like you playing some of the most beautiful songs, there'll be tons of people and we don't think you should do it. So, und dann ist aber Joshua angerufen worden von ganz vielen Kollegen und die haben ihm gesagt, also
mach das mal besser nicht, weil wenn jemand wie du irgendwie dort steht und eins der schönsten Lieder auf der Geige spielt, die es gibt, dann wird es einen riesen Auflauf geben und alles steht still und es gibt ein riesen Chaos. And the question of the experiment was, what would happen if one of the best violinists of the world played the most beautiful songs on one of the most expensive violins? This violin was a Stratovici, which cost about $3.5 million, the violin. Okay, also die Frage des Experiments war es, was passiert eigentlich, wenn jetzt einer der besten Violinisten der Welt auf einem der teuersten Instrumente der Welt eines der schönsten Lieder der Welt spielt, aber in einem sehr gewöhnlichen, in einer sehr gewöhnlichen Umgebung. Also das Instrument hat $3.5 million gekostet. So let's look at the 45-minute experience. So jetzt schauen wir uns kurz die 45-minütige Experiment an. But we don't have so much time. If not, I don't speak again. So we look at a fast motion. Also damit wir das halt auch wirklich machen können, haben wir einen Zusammenschnitt gewählt, der nicht ganz 45 Minuten dauert. And let's see what happened. Now, Bell played 8 songs by Johann Sebastian Bach. Bell hat also 8 Stücke von Johann Sebastian Bach gespielt. In 45 minutes, 1,097 people passed him by. In diesen 45 Minuten sind über 1,000 Leute vorbeigelaufen. Only 6 stopped for a few minutes to listen. Nur 6 haben kurz angehalten, um zuzuhören. 20 other people threw some money but didn't stop. 20 Leute haben kurz was reingeworfen, haben aber nicht angehalten. And he actually received a big sum of $12.37. Und er hat ganze $12.45 eingespielt. Now just think about it. The world famous musician, he fills a room with beautiful sound and nobody recognizes him. Nobody stops to listen. Und jetzt stellt euch einfach nur vor, dieser weltberühmte Musiker füllt den Saal mit unglaublich toller Musik und niemand bemerkt's. And in the same way, I want to suggest to you this morning that God, the Master, he plays and we don't often take time to be still and to listen to him. Und ganz genauso möchte ich euch das heute Morgen zeigen, wie Gott immer am Werk ist und die ganze Zeit arbeitet und keiner bemerkt es. And as we continue today in this series, #Jesus, which leads up to Easter. Und als wir jetzt weitermachen in der Serie #Jesus, which leads us to Easter, was bis Ostern weitergeführt wird, he invites us to come to him in the words of the book of John. Bringt er das Wort von John? And he says, if anyone is thirsty, let him come and drink. The one who believes in me, as scripture says, he will have rivers of living water flowing from his heart. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. So it's my prayer that in the next few weeks that we'll just take time to experience this quality of life that God has in store for us. Sorry. That we'll just take time to experience this quality of life that God has in store for us. Dass wir die Zeit nutzen, die Erfahrung zu machen, welche Gott für uns vorbereitet hat.
And you know, last week we spoke about repentance as the door turning around and going back to the Father. So wie Buße eigentlich das Thema hatte, eine Tür zu öffnen, durch die man durchgehen kann und sich umdrehen kann oder zurückkommen kann zu Gott. And today the topic of being still is very related to that. So ist das heutige Thema auch sehr eng damit verbunden. In order to return to the Father and to experience his love and to experience his forgiveness, we need to be quiet before him. Um sich zu Gott zurückzubesinnen oder zurückzukehren, müssen wir einen Moment der Stille haben und uns mehr beruhigen oder stiller sein. And this reminds me of a story that we read in the book of 1 Kings about the prophet Elijah and also the prophets of Baal. Und das erinnert mich an ein Buch aus Könige 1 und die Geschichte ist zwischen Elijah und the prophets of Baal und den Propheten von Baal, ja. Now, I don't know if you know that story. Anybody's familiar with that story? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr alle diese Geschichte kennt. Kennt ihr die Geschichte? Okay, I see a few hands, so I'll tell it like really fast. Sorry. I saw only a few hands, okay. So I'll say it really quickly. Also nachdem nicht alle die Hände gestreckt haben, werden wir das kurz rekapitulieren. Now, the people of Israel had turned away from God. Die Menschen von Israel haben sich von Gott abgewendet. And Elijah said to the king Ahab, bring the prophets of Baal. Und Elijah sagte zu Ahab, bring die Propheten von Baal. There were 450 of them. Und es gab davon 450. And they decided that they would have two altars, two bulls that would be sacrificed. Und dort gab es zwei verschiedene Altare mit zwei verschiedenen Opfern. And the God who would burn up the offerings with fire would be the true God who should be served. Und derjenige Gott, der dieses Opfer quasi annimmt durch Feuer, dem wird gedient werden. So the prophets of Baal came, 450 of them, they put the bull on the offering. So haben also diese 450 Baalpriester diesen Altar aufgebaut und das Opfer aufgebaut. And they shouted, Baal, hear us, Baal, hear us. Und sie haben also rumgerufen, Baal, erhöre uns, erhöre uns. From morning until lunchtime. Den ganzen Morgen, vom Frühstück bis zum Mittagessen. Then they started to dance around the altar, Baal, hear us, Baal, hear us. Dann sind sie um den Altar herumgetanzt und haben geschrien, Baal, erhöre uns, Baal, nothing happened. Uns. Aber nichts ist passiert. Then as the day went on, they decided to slash themselves with knives and spears and there was blood all over and they were saying, Baal, hear us, and nothing happened. Und dann, also am Nachmittag, haben sie dann mehr gemacht und haben sich aufgeschnitten und Blut auf den Boden gesprüht und auch wieder zu Baal gebetet, aber nichts ist passiert. Then Elijah went to his offering and he told the folks, throw four big jars of water on it three times. Und dann ist also Elijah gekommen und hat Elias und hat noch zusätzlich drei Eimer Wasser drüber geleert und das viermal über den Altar. And after that, when he prayed, he said, God, burn this offering, and it was completely consumed by fire, the stones, the animals, the water, everything. So, und dann hat er gebetet, Gott, bitte nimm mein Opfer an. Und es ist total abgebrannt, alles. Also das Holz, die Tiere darauf, die Steine darunter sogar, alles. But after this, the king's wife Jezebel heard about it and decided to kill Elijah. Danach hat aber Jezebel, die Frau von Ahab, davon gehört und hat beschlossen, ja, aber sie bringt lieber Elijah um, Elias. And the story tells us that Elijah ran to a cave, he was hiding, he just wanted to sleep and he even prayed to God to kill him. So deswegen ist er also dann sehr, sehr schnell weggerannt und in eine Höhle geflohen, hat sich dort versteckt
und war total entmutigt und hat gebetet, dass Gott ihn sogar umbringen soll. He was totally disappointed with God. Er war total enttäuscht mit Gottes Plan. He thought, you know, I'm serving God, I'm doing what he says, and this woman wants to kill me. So, es ist für, ich mache alles, was du sagst, und dann auf einmal kommt diese Frau und will mich umbringen. And I don't know if you have had situations in your life when you have just been disappointed with God. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht irgendeine Situation hattet, bei der ihr total enttäuscht wurdet von Gott. Maybe the problems are too big, maybe it's stress, maybe it's sickness. Vielleicht waren die Probleme zu groß, vielleicht hattet ihr extremen Stress oder ihr seid krank geworden. And God seems kind of far away. Und es kam euch vor, als wäre Gott irgendwie ganz weit weg. Well, it was exactly when Elijah was at this point that God appeared and told him, I want to meet with you. Und es war genau an diesem Punkt, als es Elijah gesagt wurde von Gott, ich möchte dich treffen. And you know, he was thinking, okay, God wants to meet with me. He's going to appear in a dramatic way. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, okay, also wenn Gott sich jetzt bei mir erscheint, dann wird es wahrscheinlich in irgendeiner ganz dramatischen Geste sein. But the following verses have to teach us a lesson this morning, and I want us to read it together. Aber der folgende Vers wird uns da des Besseren belehren, und ich würde es gerne vorlesen. And that's the first point this morning about Elijah's experience, that sometimes silence is the place where we hear God's voice and meet with God. Und also Elias' Erfahrung ist die, dass es eben manchmal einen Moment der Stille benötigt, um Gott zu begegnen. Let's read together 1 Kings 19, 11 to 13. Lass uns zusammen die ersten Könige 11 bis 13 lesen. Ja. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. And it's interesting that as we look at this, we see that Elijah doesn't really expect God to appear in the way that he expects. Und es ist ganz interessant eigentlich, wie Elias hier nicht Gott begegnet in der Art und Weise, wie er es erwartet. A windstorm comes, but God is not in the windstorm. So der Sturm kommt, aber er ist nicht im Sturm. An earthquake, everything trembling, but God is not there. Und die Erde bebt, aber Gott ist nicht da drin. Fire comes down, and you know, we might think, okay, Holy Spirit, fire, but nothing happens. So we are not that far. Oh, you're not so far. So okay, sorry. Continue next part. Okay, sorry. So, dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? So it's interesting that the fire comes, but God was not in the fire. Und dann ist sogar diese Feuerbrunst gekommen, aber da war Gott auch nicht drin. But then in the still breeze, in the quietness. Und dann aber in der Stille, in der leisen Stille, im Säuseln. And some of the Bible scholars describes it as the sound of silence. Wie manche Gelehrte sagen dazu, das Geräusch der Stille. And it was at that time that God spoke to Elijah, and he was encouraged, and he knew what next to do. Und in diesem Moment, in diesem Geräusch der Stille, hat Gott zu Elia gesprochen und hat ihn ermutigt und ihm gesagt, was er als nächstes tun muss. So many times in the noise and in the bustle, we do not hear the voice of God, but in the stillness he is present. So sehr oft im lauten Störgeräusch und in der Ablenkung können wir Gott nicht hören, aber in der Stille können wir ihn wahrnehmen. And the second thing, as I was looking in the New Testament, was Jesus' example. Und
in welchem Moment? In the New Testament. In the New Testament. Jesus' ja, also example. Im Neuen Testament gibt es noch ein Beispiel von Jesus. Where Jesus seeks the Father in stillness. Wo Jesus den Vater sucht in der Stille. And it's interesting that as Jesus began the ministry, he healed the sick, he cast out demons. Und das ist sehr interessant, weil wie Jesus sein Ministry, sein Service oder seine Reise angetreten hat, hat er Dämonen ausgetrieben und die Kranken geheilt. He freed prisoners. Er hat die Gefangenen befreit. He preached a wonderful message of love, of forgiveness, of hope, of eternal life. Und seine Nachricht war voll von Liebe, von Hoffnung, von ewigem Leben. But Mark tells us that his fame began to spread so much that he became like the Wonder Boy, the Superman of Galilee. So, und Mark erzählt eben, dass Markus, dass Jesus wurde sowas wie ein Superheld, der plötzlich alles kann und war wahnsinnig berühmt. And it's interesting, he says that people even camped at his house waiting for him for the next morning. Ja, und so aus ganz Galiläa sind die Leute gekommen und haben vor dem Haus noch gewartet, haben dort übernachtet. Well, almost like the Apple fans. Anybody here loves Apple? So ähnlich wie die Apple-Fans. Mag irgendjemand von euch Apples? And you know when there's the new Apple coming out, people are camped before the night waiting for the stores to open? So, also auch wenn dann das neue Apple-Phone kommt, dann gibt's da Leute, die campieren da vor dem Geschäft. And it was just like that. Let's see what Mark says in Mark 1:32-38. Und genauso war es also. Lass uns lesen, was kommt in Matthäus 11:32-38. Am Abend nach Sonnenuntergang brachte man alle Kranken und von Dämonen besessenen Menschen zu Jesus. Vor dem Haus versammelten sich eine große Menschenmenge. Leute aus ganz Kapernaum waren gekommen. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Denn den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Am nächsten Morgen ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm: Alle fragen nach dir. Doch er entgegnete: Wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. And it's interesting that even though Jesus had so much to do and all the people were asking for him, he just snuck out and he went to pray to the Father before he did his ministry. So, und das ist auch interessant, dass auch obwohl so viele Leute da waren und alle wollten irgendwas von ihm, er ist einfach mal durch die Hintertür rausgeschlichen und ist zum Beten gegangen. Und dort hat er erfahren, was Gott von ihm wollte, was der Vater von ihm wollte. And maybe your life might be like that today. All the people are asking for you. People have so many expectations. The job is so busy. Your family wants so much about you. So, vielleicht ist es auch bei dir im Moment so im Leben, dass jeder will was von dir, ja? Der ist ein Chef, der irgendwie die Arbeit an dich hinträgt, und dann ist deine Familie da und die wollen auch was und dann kommt noch irgendjemand. Let's take the example of Jesus and sometimes just get a quiet place to be away from everything and to allow him to speak to you. Deshalb sollten wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen und hin und wieder einfach an einen stillen Ort gehen und auf das hören, was Gott uns sagt. And I know it's easier to say it than to do it. Und ich weiß, es ist viel einfacher zu sagen, als wirklich zu tun. And just because there's so much acoustic and digital noise all around us, and that's the third thing I was thinking about. Und das ist da deshalb, weil es dort so viel Geräusche gibt und so viel auch digitale Störgeräusche. So many distractions to keep us away from God. Es gibt so viele Ablenkungen, die uns von Gott abhalten. And there's a short clip that I just want to show you, a small picture about a shepherd who's calling, who wants to speak, but the sheep doesn't hear. If you could show that, please. Deswegen möchte ich euch ein kurzes Bild zeigen von einem Schäfer, der eben sein Schaf ruft. Und ja, das Schaf sagt hier eben: Ich frage mich, warum ich eigentlich den Schäfer nicht mehr höre.
Now it's interesting. The shepherd is calling, the sheep is there, but he has his iPhone, he has his Samsung, he has his shades on, he has the radio, he's reading the sheep magazine of the month, and then he's watching television, and he's wondering, why don't I hear God again? So deswegen, also hinten ruft der Schäfer, und aber das Schaf, das hat halt hier den iPod hängen, noch einen Laptop drauf und den Fernseher läuft und da ist das Radio und dann sind sowieso die Ohren zugestöpselt und eine Sonnenbrille ist auf und dann denkt er sich so, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, warum ich den Schäfer nicht mehr höre. Our research says that today there's much more noise around us, digital noise, acoustic noise, than any time in the world before. So, und es ist halt so, dass zurzeit in unserer Welt wir mehr Ablenkung haben durch digitale Ablenkung und durch Ablenkung Stress als jeweils zuvor. It's so difficult for people just to be quiet and to be silent. Und es ist deswegen so total schwierig für die Leute, einfach auch mal still zu sein und zur Ruhe zu kommen. So we really have to make it a priority and make an effort to try to be still and to allow God to be with us. Deswegen müssen wir das uns auch als wichtig vornehmen und uns auch einfach die Zeit nehmen dafür, um einmal ruhig zu sein und in die Gegenwart Gottes zu kommen. And I want to show you five pictures really quickly and tell me what do you think it has in common. Und ich möchte euch kurz fünf Bilder zeigen, ganz kurz, und dann werde ich euch fragen, was haben diese Orte gemeinsam? There's a bus stop, a bench in a park, the inside of a train, a doctor's waiting office, and I love the golden toilet. So, es gibt hier also diese die Bushaltestelle, die Parkbank, ein Wartezimmer, der Innenraum von einem Zug und eine wunderschöne goldene Toilette. Now, it's obvious what all of these things have in common. Es ist eigentlich ganz klar, was diese Orte alle gemeinsam haben. These are situations in our life where voluntarily or involuntarily we have an opportunity to take a break. So, auf all diesen verschiedenen Orten haben wir die freiwillige Möglichkeit oder die unfreiwillige Möglichkeit, einen Moment Ruhe zu haben. Und eine Pause zu machen. You need to wait on a bus, you need to wait on a train, you need to sit in a train, you need to sit in a doctor's office. Du kannst also hier entweder auf den Bus warten, dich auf die Parkbank setzen, auf den Arzt warten oder musst im Bus fahren. And you even need to sit on the toilet. Und selbst wenn du dich auf die Toilette nur sitzen musst. Now, unfortunately, we have filled all of these spaces with iPhones, with WhatsApp, with Twitter, with texting, with messages. Aber unglücklicherweise haben wir all diese Orte total ausgefüllt mit unseren Twitter-Nachrichten, mit WhatsApp, mit Facebook, mit was auch immer. So the challenge as we come to a close is that God is here, but sometimes where are we? So, die Herausforderung ist also, Gott ist hier, aber wo sind wir? And in Psalm 139, as we close, if you could show that please, the psalmist describes to us about the presence of God and he challenges us to be more aware that God is present in every area of our lives, but many times we don't stop to hear him or to see him. So, diese Herausforderung ist also, dass wir in unserem abgelenkten Leben uns darauf konzentrieren, unsere Verbindung zu Gott herzustellen und uns nicht davon ablenken lassen, so dass wir ihn erleben können in unserem Leben. And if you could read, please, Max. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir.
Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch. Ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. God is here, but where are we? Gott ist da, aber wo sind wir? The University of Harvard did a short experience with some men. So, die Universität in Harvard hat einen Experiment mit ein paar Männern veranstaltet. There were about 100 men and women. Sie haben ungefähr 100 Männer und Frauen eingeladen. And they were all led into a room, a plain room with nothing. Und sie sind alle in einen Raum eingeladen worden, in einen leeren Raum. And they were told just to sit and to let your mind flow and to be quiet. Und ihnen ist erzählt worden, okay, setzt euch jetzt einfach hin, denkt erstmal an gar nichts und seid still. And they were to do it for 15 minutes. Und ihr müsst es nur für 15 Minuten machen. But they had the option to press a button. Aber sie hatten die Möglichkeit, einen Knopf zu drücken. If they wanted to leave before 15 minutes, wenn sie den Raum 15, also vor dem Ablauf der 15 Minuten verlassen wollten. But they would receive an electric shock, like the wire fences for animals. Aber sie würden dadurch einen Elektroschock abkriegen, der ungefähr die Stärke von so einem Weidezaun hat. And the study tells us that one third of the women took the electric shock because they couldn't just sit still doing nothing for 15 minutes. Und die, das Ergebnis war, dass ungefähr ein Drittel der Frauen es nicht ausgehalten haben, 15 Minuten still zu sitzen und lieber den Elektroschock gewählt haben. And two thirds of the men took the shock and left. Und auch zwei Drittel der Männer haben den Schock gewählt und sind aufgestanden und gegangen. Because finding rest in God these days in our busy schedule is really a challenge, but we need to make it a priority. Weil 15 Minuten Ruhe ist eine wirkliche Herausforderung für die meisten Menschen in diesen in den Zeiten heutzutage. So as we close this morning, I want to challenge you, even though life is busy and hectic. So, während wir jetzt abschließen, möchte ich euch herausfordern, auch wenn dein Leben sehr hektisch und stressig ist, that God wants to meet with you. Dass Gott dich treffen möchte. In the same way that he spoke to Elijah, und in der gleichen Art und Weise, wie er zu Elia gesprochen hat. In the same way that Jesus spoke to the Father in silence. Genauso wie Jesus zu Gott in der Stille gesprochen hat. In the same way that the six people stopped to hear Joshua Bell playing, even though everyone else passed by. Und genauso wie diese sechs Leute, die angehalten haben, um Joshua Bell zuzuhören, obwohl alle anderen einfach nur vorbeigerannt sind. Psalm 46:10 says to us, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in all the earth. Ja, und so sagt Psalm 46:10, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden auf der ganzen Welt. And I'll ask you if you could stand, please. Let's stand. Und ich möchte, dass ihr bitte aufsteht. And we want to pray at this time. Und wir beten gemeinsam. And as the worship team would lead us, if you feel led to go to the cross and just to be still and pray, please go. Und während das Worship Team anfängt zu uns zu führen, könnt ihr auch einfach ans Kreuz gehen zum Face-to-Face und beten.